Das ist Rikau Sovan. Wir kennen uns aus Phnom Penh. Mein Freund Ed meinte, eine Reise nach Asien würde meinen Horizont erweitern. Ich war Anfang 20 und wusste nicht viel über Kambodscha. Die Roten Khmer hatten hier ein Drittel der Bevölkerung umgebracht. Und im Boden dieses Landes liegen mehr Minen vergraben als irgendwo sonst auf der Welt. Wenn man die Grenze nach Kambodscha überschreitet, akzeptiert man Dinge, die man vorher nie für möglich gehalten hätte. Und ein einziger Moment hat hier die Kraft, dein ganzes Leben für immer zu verändern. Wir dröhnen uns zu und knallen uns was rein. Das ist Urlaub für uns. We gotta get fucked. Kein Problem. Gott wird Gott immer gejungen. Was hast du gesagt? Willst du mich heiraten? Jetzt musst du deine Pillen nehmen. Die Pillen sind so groß. Ich nehme sie nicht. Ich nehme meine Pillen. Du irrst dich, genau. Was? Du liebst mich nicht. Ich bin zurückgekommen, oder? Weil ich dich liebe. Eines Tages kommst du nicht mehr solo. Vertrau mir. Bitte. Ich fahr hin, ich fahr zurück, ich fahr wieder hin. Ich hab kein Geld mehr. Du kannst dich kaum mit ihr unterhalten. Sie liegt dir auf der Tasche. Sie ist eine kambodschanische Ex-Prostituierte und sie wird an AIDS sterben. Ist. Bis zum nächsten Leben. Willst du da wieder hin, oder was? Bist du mit Anfang 20 bereit für die Liebe deines Lebens?